Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass so viele Leute am Sonntagnachmittag in die NGBK gekommen sind zu einem Panel, das den langen Titel trägt Antislawismus, Weißsein und Rassismus in Deutschland und Westeuropa. Ich freue mich mega, hier auf dem Podium zu sitzen mit Dennis Chiponda oder auch Shippy, Angelika Kim und Anna Safuta, die ich aber gleich auch nochmal näher vorstellen werde. Im Veranstaltungstitel stecken jetzt gleich schon mehrere Begriffe, zu denen es ganze Forschungsfelder gibt und die mitunter auch kontrovers diskutiert werden, wo es unterschiedliche Definitionen für gibt. Und ich freue mich heute, nebst diesen Definitionsfragen, vor allem aber auch darüber zu sprechen, welche Rolle die Aushandlungen rund um Antislawismus, Weißsein und Rassismus in der jeweiligen Arbeit der drei Panelistinnen spielt. Und dabei wollen wir versuchen auszuloten, wie der Antislawismusbegriff und alles, was da an politischen Implikationen dranhängt, intersektionaler gedacht werden kann und wie er mehr in Austausch mit anderen antirassistischen Kämpfen stehen kann oder ob es vielleicht auch andere Begriffe braucht oder Menschen schon andere Begriffe benutzen. Und ich glaube, dahingehend ist es super wertvoll, heute auf dem Panel zu sitzen mit drei Menschen, die Einblicke geben können, sowohl aus der Wissenschaft als auch aus der politischen Bildungsarbeit, aus dem Community Organizing und auch aus der Gestaltung antirassistischer Räume und Politiken an unterschiedlichen Orten in Deutschland. Genau, danke schon jetzt, dass ihr da seid und für euer Vertrauen, hier mit mir und uns zu diskutieren. Und danke auch nochmal an Vika für die Organisation der Ausstellung, die ich wirklich sehr empfehlen kann, und für das Rahmenprogramm. Genau, bevor wir einsteigen, stelle ich einmal mich selbst und die drei PanelistInnen vor. Vika hat es gerade schon gesagt, ich heiße Juri Wasenmüller, ich benutze keine Pronomen auf Deutsch und die Pronomen they, them auf Englisch. Vielleicht ganz kurz, spreche ich zu schnell oder ist es okay? Okay. Genau, ich arbeite journalistisch und aktivistisch unter anderem zu den Themenfeldern Queerfeminismus, zu antirassistischen Allianzen, aber auch zu den Brüchen und Aushandlungen zwischen verschiedenen migrantischen Generationen. Und zum Thema Antislawismus und postsowjetische Migration habe ich den biografischen Bezug, dass meine Eltern Anfang der 90er als sogenannte SpätaussiedlerInnen aus Kasachstan nach Deutschland migriert sind. Genau, dann stelle ich einmal euch vor. Hier sitzt Dennis Chiponda oder wie gesagt auch Chippy. Er benutzt die Pronomen er, ihm und ist 1991 als Sohn von polnischen und mosambikanischen GastarbeiterInnen in der Lausitz geboren. Und Chippy sagt über sich selbst, er sei ein Kind internationaler sozialistischer Liebe. Er definiert sich als cis-queerer ostdeutscher Afropole und engagiert sich seit vielen Jahren aktivistisch und politisch zu den Themen Gleichstellung, Ostpolitik und Antirassismus und arbeitete zuletzt für die Stiftung Bürger für Bürger im Projekt Jugendstil, das junges postmigrantisches Engagement in Ostdeutschland fördert. Du hast super viele Sachen gemacht, ich nenne jetzt nur einige. Er gründete den Verein Leipzig spricht, ist Teil der Generation Grenzenlos, moderiert Veranstaltungen, gibt Workshops und berät Strukturen zu ihrem Diversity Management. Die nächste Person, die ich vorstellen darf, ist Angelika Kim. Angelika benutzt die Pronomen sie, ihr. Sie ist Autorin, Antirassismuspädagogin und Community-Organizerin. Sie wurde in der kasachischen UdSSR geboren und wuchs in Russland und Ostdeutschland auf. Und als Nachfahrin deutscher und koreanischer Zwangsumgesiedelter bezeichnet sie sich wiederum als Kind stalinistischer Repressionen. In Angelikas Arbeit steht ihre Intersektionalität als ostdeutsch, asiatisch gelesene, russischsprachige Person im Mittelpunkt und ich freue mich voll, wenn du später auch nochmal mehr von deiner Arbeit berichtest. Und die letzte Person in der Runde ist Anna Safuta. Anna benutzt auf Englisch die Pronomen she, they und wird heute auch auf Englisch sprechen. Anna ist Postdoktorandin und Dozentin für politische Soziologie an der Universität Tübingen. Anna ist polnischer Herkunft, wuchs in Belgien auf und lebt seit 2018 in Deutschland. Und Annas Forschungsschwerpunkte sind feministische Theorie, Sozialpolitik und die Bewegung von Menschen, Ideen und Ressourcen zwischen Ost und West. Vielleicht für die Leute, die jetzt erst ankommen, es gibt eine Übersetzung. Wir sprechen hier auf dem Podium auf Deutsch und Englisch und die Übersetzungsgeräte bekommt ihr da. Herzlich willkommen.
Vielleicht noch ein ganz kurzer Hinweis zum Ablauf, bevor ich in die Fragen einsteige. Wir werden so circa 60 Minuten hier auf dem Podium diskutieren und dann auch die Runde für Fragen aus dem Publikum öffnen. Also genau, ihr könnt euch gerne schon Fragen notieren und die dann später stellen. Okay, wir hatten ein Vorgespräch und in diesem Vorgespräch haben wir darüber gesprochen, dass der Begriff Antislawismus erst in den letzten Jahren in den Medien, in der Wissenschaft, aber auch in aktivistischen Kontexten eine bestimmte Konjunktur bekommen hat, obwohl der Begriff und vor allem auch das Phänomen oder die Diskriminierungsstruktur, die der Begriff zu beschreiben versucht, schon älter ist. Und der Begriff versucht eben die Diskriminierung von Menschen aus Osteuropa und der ehemaligen Sowjetunion in Deutschland und Westeuropa zu beschreiben. Aber die Aushandlungen, wie passend der Begriff ist oder das Verhältnis dieses Begriffs zu anderen Rassismen und so weiter, ist dabei ongoing. Und ich würde gerne zum Einstieg einmal eine Frage an euch alle drei richten. Und die ist, wann ist euch der Begriff Antislawismus zum ersten Mal begegnet und benutzt ihr den? Mag eine Person von euch so direkt darauf reagieren? If no one else wants to start, I can quickly say, clearly anti-Slavismus, it's a thing that I first heard when I came to Germany. So I never was in contact with the term before in the French-speaking world of activism in academia or in the English-speaking world. So I think it's also the way I understood it. It comes and stems from a specific German context. So maybe you can say a little bit more, since you're more familiar with the German context. Ja, da würde ich mich, glaube ich, anschließen. So gespürt hat man das sicher mal in den 90ern, als es dann zum Beispiel bei uns hieß, ja, die Polen kommen dann immer, und dann, es gab einen Tag im Jahr, da kamen wirklich irgendwelche Gruppen und haben alles Mögliche ausgeräumt, Fahrräder, Pipapo, und dann hieß es immer, die Polen waren das, und dann hat man sich, oder Polenwitze und sowas alles, das hat man schon alles gespürt. Ich komme ja auch aus Brandenburg, das ist ja direkt an der Grenze, aber den Begriff an sich habe ich tatsächlich vor 4 Jahren das erste Mal gehört und tatsächlich aktiv darüber nachgedacht, so seit 1,5 Jahren. Mit dir zusammen, ne? Genau, also ja, Antislawismus ist für mich ein Begriff, den ich, glaube ich, schon lange Zeit gehört habe, aber immer wieder versucht habe, den zu überhören, weil, also wie ich ja schon erzählt habe, also ich habe irgendwann festgestellt, dass mich dieser Begriff auf einer persönlichen Ebene getriggert hat sozusagen, weil ich gemerkt habe, das war ein Begriff, der versucht, eine gemeinsame Erfahrung zu beschreiben, die Menschen aus dem postsowjetischen Raum, aus Osteuropa und Zentralasien irgendwie hier in Deutschland machen. Das heißt, ich war auch quasi von dieser Art von Diskriminierung betroffen, aber da hat so dieses Slawentum da drin gesteckt, was ja als Begriff in meiner Kindheit und Jugend in Russland besonders als ein klares Ausgrenzungstool verwendet wurde, weswegen ich versucht habe, mich davon immer zu entfernen, aber irgendwann wurde es in meiner Arbeit relevant, über Antislawismus zu sprechen, und ich wurde immer wieder darauf angesprochen, und deswegen habe ich dann irgendwann mich einfach in einem Gespräch mit Chippy wieder gefunden, so, scheiße Chippy, lass mal über Antislawismus sprechen, so, fuck, was, irgendwie, wir müssen da nochmal eine Klarheit drüber schaffen, so, wie ist das aus einer BIPOC-Perspektive? Und das war so, glaube ich, vor 2 Jahren oder so, genau. Chippy, du hast in unserem Vorgespräch ja ganz deutlich gemacht, dass du Unterschiede in der historischen Entstehung und Wirkweise von Antislawismus und Rassismus oder anderen Rassismen siehst. Magst du da vielleicht einmal erläutern, worin diese Unterschiede für dich bestehen? Ja, also für mich war das halt irgendwie sehr essentiell und interessant, sich das mal anzuschauen, weil wir eine ähnliche Debatte ja schon zum Thema Antisemitismus und Rassismus hatten und da ja auch geschaut haben, okay, was ist ähnlich, was ist unterschiedlich und worin besteht das eigentlich? Wenn man sich das in der Geschichte anschaut, dann gibt es
also festgesetzt sozusagen in der Literatur, in der Wissenschaft ist so, es gibt einen Rassismus, einen kulturellen seit dem 15. Jahrhundert, also seit man mit dem Kolonialisieren sozusagen begonnen hat, und verwissenschaftlicht wurde der dann in der Aufklärung, in der Zeit der Aufklärung, wo man dann natürlich auch diese Rassenlehre sozusagen mit implementiert hatte. Und in dem Moment, wo es dann verwissenschaftlicht wurde, kann man halt sagen, natürlich gab es in diesen Rassentheorien auch diese slawische Gruppe, aber für mich ist sehr essentiell zu schauen, okay, was sind denn aber trotzdem Unterschiede, die in der Geschichte entstanden sind zwischen den Gruppen von Machtkonstrukten, wo standen wir? Also wenn ich mir zum Beispiel die polnische Geschichte anschaue, dann sind wir ja zum Beispiel auch aufgeteilt worden, nicht nur von sozusagen Westeuropa, sondern das waren Russland und das waren Polen gemeinsam. Und das ist nicht nur einmal in der Geschichte, sondern zweimal in der Geschichte. Wenn wir in die Geschichte zurückschauen, gerade aus einer eurozentrischen Sicht, dann waren die osteuropäischen Königshäuser sehr verflochten mit den westeuropäischen Königshäusern. Das hat also eine ganz andere Machtdynamik, als wenn man das jetzt auf POC-Kontexte zum Beispiel überträgt. Wir hatten sehr viele sächsische Könige, die in Polen auch Könige waren und andersrum. Wir hatten die Verflechtung zwischen dem deutschen Königshaus und dem Zarenhaus mit Katharina der Großen zum Beispiel. Und das auch wieder in anderen Kontexten. Und das bringt eine gewisse Machtfülle und auch eine gewisse Macht mit, die bis dato, bis zu einem gewissen Punkt auch nicht in Frage gestanden hat. Man kann natürlich in der Geschichte zurückgehen und sagen, es gibt zum Beispiel sorbische oder slawische Siedlungen, die es ja auch damals schon gab, also viel, viel früher, zur Völkerwanderung zum Beispiel, wo dann auch gewisse Bevölkerungsschichten vertrieben wurden, aber das hatte nicht in erster Linie eine Diskriminierungsdimension, weil sie slawisch waren, sondern weil sie einfach gutes Land besiedelt haben und die haben alle vertrieben, die sozusagen gerade an der falschen Stelle gesiedelt haben. Das hatte also nichts Strukturelles in dem Moment. Und deswegen finde ich, ist es aus der Geschichte heraus auch nochmal wichtig zu schauen, wo sind da die Unterschiede. Wenn wir uns den Kolonialismus zum Beispiel anschauen, dann sehe ich da einen sehr großen Unterschied, weil natürlich gab es im wilhelminischen Zeitalter ein starkes Bestreben nach in den Osten zu schauen. Dort war ja auch schon diese ganzen Rassentheorie entwickelt, eigentlich nur um zu also einen Grund zu finden, warum man andere Völker ausbeuten, unterdrücken kann. Dann war die Welt sozusagen schon aufgeteilt und Deutschland hat angefangen, nach Osten zu schauen. Und wenn wir uns dann aber die Historie anschauen, ist in einem Machtkonstrukt zwischen POC-Kontexten und dem Osten sozusagen eine andere Ebene, weil der Osten konnte sich wehren. Klar, es gab viel Leid, es gab Kriege, es gab genauso Vertreibung, genauso die NS-Zeit und säglich viele Leute sind auch auf der sowjetischen Seite gestorben. Aber die Machtdimension, sich überhaupt gegen eine Kolonialisierung wehren zu können, die hatten POC-Kontexte nie. Die gab es nicht in Südamerika, die gab es nicht in Asien und die gab es auch nicht in Afrika. Es gab immer wieder Widerstände, aber es hat ja sehr lange gedauert und eigentlich auch einen Willen sozusagen der Kolonisatoren, dem auch zuzustimmen, dass die Kolonisation sozusagen im Zeitalter dann auch beendet wurde. Und ein Punkt für mich in der Geschichte ist auch noch ganz wichtig, wenn man sich das anschaut, dass es wird, wenn man Antislawismus so nimmt, wie das gerade beschrieben wird, so eine homogene Masse aus den slawischen Völkern gemacht. Und das finde ich sehr, sehr schwierig, weil, wie man sieht, gibt es, also gerade in Russland wurde, das kannst du wahrscheinlich dann noch besser erzählen, wurde ja diese sozusagen Rassentheorie genutzt, auch um andere Völker zu unterdrücken, die erstmal nicht weiß waren, die nicht in dieser kernrussischen Geschichte mit drin waren. Dort war ja auch eine Kolonisationsgeschichte in sich schon mit drin. Und diese Machtebene, die kennt man aus anderen Kontexten nicht so einfach. Und damit frage ich mich halt, inwiefern wollen wir denn jetzt alles gleichziehen? Weil dann müsste ich auch sagen, hey, die erste Kolonie in Europa, das war Irland. Wollen wir jetzt da auch eine Debatte aufmachen, ob das dann auch Rassismus ist, weil es gewisse Überschneidungen gibt? Und für mich ist klar, es gibt eine
sage ich mal, eine Obergruppe von Rassismus, eine Familie, da zähle ich Antisemitismus, Antiziganismus, Antislawismus und Rassismus natürlich mit rein. Aber man muss sehr fein abgliedern, wo sind die Machtinstrumente, wo sind die Machtebenen, welche Privilegien hat auch welche Gruppe, weil es unter diesen Gruppen zu einem Allyship kommen muss. Und wenn ich Ally von jemandem sein will, dann muss ich meine Privilegien kennen, genauso wie zum Beispiel in den Queer-Kontexten. Ich weiß, dass ich als Mann, auch wenn ich da auch nochmal intersektional von Rassismus betroffen bin, andere Privilegien habe als eine transsexuelle Person. Und in dem Kontext kann ich nicht das gleichziehen und sagen, ja, aber ich möchte jetzt auch Transphobie sozusagen für mich vereinnahmen. Und es öffnet einfach Türen für Diskurse, die ich nicht haben möchte, wenn dann da ein Rassismus gegen Weiße von anderen wieder vereinnahmt wird. So. Jetzt mal dazu. Angelika, du siehst schon so ready zu reagieren auf, oder? Okay, nee, du hast nur zugehört. Dann würde ich vielleicht erstmal eine Frage noch an Anna stellen. Das klang jetzt gerade schon an, also bei der Diskussion um den Antislawismus-Begriff kommt schnell die Frage auf, was Weißsein eigentlich in unterschiedlichen Kontexten bedeutet. Und du hast 2018 ein Paper veröffentlicht unter dem Titel 50 Shades of White, das ich tatsächlich in einem Uniseminar gelesen habe. Und in diesem Text entwickelst du ausgehend von deiner Doktorarbeit, über die du vielleicht auch nochmal sprechen wirst, den Begriff des peripheren Weißseins. Kannst du einmal erklären, was du damit meinst und wie du zu dem Begriff gekommen bist? I came up with this concept of peripheral whiteness, as you just said, while I was doing field work, while I was doing interviews in the framework of my PhD research. And so I was doing, the book was about migrant domestic workers, and I focused on Ukrainian domestic workers in Poland, and Polish, but also not only Polish, migrant domestic workers in Belgium. I just said that, you know, quickly, I came up with peripheral whiteness while I was doing research for my PhD, and the thing is that, difficult microphone work. My experience was that when I was interviewing, for example, Western employers of Polish domestic workers, often those Western employers had the tendency to racialize what I was perceiving as class differences. So they were telling me, oh, you know, you Polish workers, because I'm Polish, so they knew that I was Polish. Oh, you Polish people, you're so sturdy. You're like really my Polish cleaning lady. She's built for the job, you know? She's like sturdy. She has this, you know, she's done, she's good for the job. I even had one of the employers that I interviewed actually using the word race, telling me, you Polish people, you're a different race than us Belgians. You're well-built, you're built for physical jobs, like construction work. I wouldn't like to, you know, come across an angry Polish person. Despite the fact that the word race in the French-speaking context, the same as in the German-speaking context, is an extremely loaded term, so usually people avoid using it. But this, the people that I interviewed, they really wanted to show me probably in a they thought that they were being, you know, praising some kind of, racial, quasi-racial quality. And this led me to theorize, to conceptualize peripheral whiteness as this kind of in-between position that I, of course, started from the situation, the positionality that I knew, so white Eastern Europeans, like this in-betweenness, indisputably have the phenotypical, you have the privilege of whiteness, but this privilege is conditional, it's easily revocable, it's conditional because, you know, you're as a peripherally white migrant, for example, you're allowed to, you know, to play with Westerners, with so-called core dominating whiteness, but you have to work hard, you have to shut up, you have to be deferent. It is expected of you that
you know, you will do your share, you will work hard, and you will not create too many problems. And this is really now visible in this whole Western-splaining, it's visible at a structural level with this whole Western-splaining around the war in Ukraine, how, countries situated between Germany and Russia are supposed to accept their fate as, like, buffer zones, accept that they don't really have an agency. And yeah, Ukraine should not have provoked Russia by trying to join NATO, and Ukraine should, you know, make peace with Russia. And so, yeah, but I just wanted to make clear that the idea was not to, in a way, I think, jumping on what my predecessor said, that the idea was not to whine about, you know, how oppressed white Eastern Europeans are. For example, I never in my work describe the specific discrimination that peripherally white people encounter or can encounter sometimes as racism. I think that the term racism should be reserved for people who do not, under no conditions, have white privilege. But for me, what's politically important is that to a certain extent, peripheral whiteness, I chose a very complicated term, I did this to myself, peripheral whiteness is, to a certain extent, I think it can explain, but not excuse, this is important to understand, why Eastern Europe is so complicit in global racist hierarchies, why is it so difficult to see solidarity between global South and Eastern Europe materializing. And this is precisely because white Eastern Europeans, peripheral white people, are made to feel as this white privilege is conditional. It's revocable, so they hold onto it for dear life because they feel like, you know, they have a lot to lose if the tide turns and the West decides once more that, you know, after all, they're not behaving well enough to be part of the Western club. Yeah, so I have many more things to say, but I think. Ich würde vielleicht auch also direkt schon eine Rückfrage nochmal stellen, weil du gerade über fehlende Solidaritäten mit dem globalen Süden zum Beispiel gesprochen hast und Chippy ja schon die Rassismen und Imperialismen innerhalb Russlands und postsowjetischer Regionen angesprochen hat. Kann das Konzept des peripheren Weißseins auch diese Rassismen und Imperialismen innerhalb Osteuropas und der ehemaligen Sowjetunion beschreiben und erklären? Oh my God, I'm so sorry. I was thinking that you were asking a question to someone else, and then I just zoomed out, and I was like, oh no, I have to say something again. Oh no, 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 no. Sorry. Could you please, like, quotes? Yeah. I'm so sorry. No, oh God, should I pose it in English? No, no, you can, whatever, okay. You can say it in German, just say it in this one, I'm sorry. Die Frage kam mir nur gerade, als du gesprochen hast über die Verunmöglichung vielleicht von Solidaritäten oder fehlende Solidaritäten mit dem globalen Süden. Und ich habe mich gefragt, ob das Konzept des peripheren Weißseins auch die Imperialismen und Rassismen innerhalb Osteuropas und der ehemaligen Sowjetunion beschreiben und greifen kann. I think so, I hope so. I think that that's why I'm not particularly here. I'm like, you know, leaving my academic role and entering more into my political activist role. That's why I'm not particularly invested in reclaiming Slavicness as a like basis for political organizing. First of all, because I think that we mentioned this already, Chippy mentioned this already, peripheral whiteness is much more inclusive because it is a materialist concept. It's based in a Marxist understanding of the fact that power relations in the world, like economic, military power relations, are based on this world system in which you have core, powerful, rich countries of the West, and then you have peripheral countries, which we could simplify and say it's a global South, and then in the middle you have this peripherally white minority aspiring, you know, so hard to be like the West.
So first of all, yeah, I think that peripheral whiteness is much more inclusive. For example, Romanian migrants or Hungarian migrants in Western Europe encounter also this type of conditional white privilege, but they're not Slavs, so why would I, you know, use Slavicness? And second of all, because there is no such thing as solidarity among Slavs. I mean, the whole exhibitions we're... I'm sorry, but the whole exhibition that we... that like which gave rise to this roundtable is about Russian colonialism. Also, you know, the background of this overwhelming positive response that Poland, that Polish civilian, like Polish people, how they welcomed Ukrainian refugees. That's that I'm really proud. It's I mean proud. It's not I didn't do anything, but it's cool. I think it's amazing. But the background of this is that since like 20 years, the Polish government is clearly segregating migrants and has this very open policy of welcoming peripherally white migrants from Ukraine, from Belarus, also refugees from those parts of the world, and very violently pushing back non-white, Middle Eastern, sub-Saharan refugees or migrants who are trying to get, for example, through the Polish Belarus border. You know, I'm not interested in investing in Slavicness because it's a more ethnically based identity when we see that Slavs can also be oppressors. And peripheral whiteness is, for me, useful because it shows like that people who are subalterns in hierarchies of whiteness can perfectly well be oppressors and colonizers. And yeah, sorry. I got upset. Nee, danke. Angelika, in unserem Vorgespräch hast du die Tokenisierung des Antislavismus-Begriffs angesprochen. Vor allem, oder du hast das so benannt, vor allem seit der Ausweitung des russischen Angriffskriegs in der Ukraine, dass es da mehr Aufmerksamkeit und auch entsprechende Förderstrukturen gab für Projekte, Forschung und so weiter unter dem Begriff Antislavismus. Welche problematischen Tendenzen nimmst du da wahr in dieser Entwicklung? Gab von, okay, wir müssen jetzt unbedingt Sachen zu Antislawismus machen, weil Deutschland jetzt sehr stark auf die geflüchtete Person aus der Ukraine reagiert und irgendwie so das Thema Antislawismus zu so einem Trend wird und da ganz klar von der Seite der deutschen Regierung es auch Gelder gibt, die in diese Richtung fließen werden und da Antira-Arbeit immer sehr unterfinanziert ist, wurde das als so eine Chance gesehen, okay, wenn wir in unsere Programme Antislawismus mit einnehmen und das auch als eins von Rassismen benennen, dann haben wir bessere Chancen, besseres Funding zu bekommen. So. Und dass in dem Moment diese Problematik tokenized wurde, auch unter anderem selbst von MigrantInnen, als aus einer Notwendigkeit heraus einfach an Gelder ranzukommen, sozusagen, aber auch ohne diese Auseinandersetzung, okay, können wir vielleicht einen kurzen Moment darüber reden, ob wir wirklich in unseren Antirassismus-Projekt ein Stichwort Antislawismus einführen und damit ist es gegessen, damit haben wir halt das Thema mit bearbeitet oder braucht es eine besondere Auseinandersetzung damit. Und für mich macht es total Sinn, wenn ich über das Konzept von Peripheral Whiteness höre, was ich auch empfunden habe, wenn es um die Gruppe geht, zu der ich gehöre, zu den AussiedlerInnen, SpätaussiedlerInnen, richtig? Also ich habe halt, ich bin zwar nicht weiß, aber ich bin eine SpätaussiedlerIn und viele SpätaussiedlerInnen sind halt weiß und die kommen nach Deutschland und haben einen Haufen von Traumata, von Lagern von Ausgrenzung, von Vertreibung und dann kommen sie nach Deutschland und dann werden sie hier auch diskriminiert und ausgegrenzt
Und da ist natürlich so dieses Streben nach irgendwie Anerkennung des Leids und Streben nach irgendwie Privilegien sehr groß. Und das habe ich einerseits erlebt, als es dann darum ging, dass die AfD super stark Stimmung gemacht hat innerhalb der russischsprachigen Community, innerhalb der russlanddeutschen AussiedlerInnen-Communities, was ja auch der Ausgangspunkt war für uns, die Postus Migrantifa damals zu gestalten und so für dich zu gründen sozusagen. Und ich finde, das ist so das mit dem Antislawismus, das ist so eine leichte Kontinuität für mich, obwohl das nicht unbedingt in die rechte Richtung geht natürlich, aber da geht es auch darum, okay, es gibt jetzt einen Begriff und endlich können wir auch auf einer Bühne stehen und endlich können wir auch darüber sprechen, dass wir hier in diesem Land Diskriminierung erfahren und es gibt halt ein Wort und wir können uns darunter verordnen, weil eben dieses Weißsein von MigrantInnen, die weiß sind, die aus Osteuropa oder Zentralasien ebenso fragil ist. Aber für mich ist es eine Ausspielung, die stattfindet zwischen den einzelnen Communities, weil Antislawismus, wie auch immer man das benennt, das hat sehr viel mit Klassismus zu tun. Und dann geht es halt um so eine Ressourcenknappheit und wir haben das auch innerhalb der migrantischen Communities gesehen und dass die Menschen, also zum Beispiel in dem Russlanddeutsche für die AfD agitiert werden, werden halt MigrantInnen, die weiß sind, gegen MigrantInnen, die nicht weiß sind, ausgespielt und dann haben wir bei ukrainischen Geflüchteten gesehen, dass ukrainische Geflüchtete teilweise zugunsten von ukrainischen Geflüchteten irgendwas entschieden wurde auf den Kosten von BIPOC-Geflüchteten. So. Und das sind einfach so dann Kämpfe, die stattfinden innerhalb der Communities, obwohl eigentlich der Ressourcenmangel und die politischen Entscheidungen auf einer ganz anderen Ebene stattfinden und mit den Personen, die untereinander sich sozusagen verkrachen und untereinander in der Konkurrenz stehen, gar nichts zu tun haben, sondern auch strukturell da einfach nicht richtig gehandelt wird sozusagen. Deswegen verstehe ich mit der Peripheral Whiteness dieses Streben nach dieser fragilen Weisheit jetzt auch viel mehr und ja, vielen Dank, dass du den Begriff auf jeden Fall geprägt hast. Und Chippy würde... Ja, magst du es noch reagieren? Ja, ich würde einfach nur sagen, ich finde dieses Konzept einfach nochmal besser, weil das etwas zusammenfasst, was, glaube ich, für viele das greifbarer macht, weil wenn wir über Antislawismus an sich reden und ich aber zum Beispiel, eine Dimension des Rassismus ist ja immer eine Homogenisierung und in dem Moment, wo wir darüber einfach so sprechen, vereinnahmen wir eine Dimension des Rassismus, das uns ja niedrig hält, das uns entmenschlicht, enthumanisiert, entindividualisiert, so, dann vereinnahmen wir das und dann fängt es nämlich an, dass wir sehr einfach gegeneinander auszuspielen sind, weil unsere Communities nun mal so unterschiedlich sind, weil sie verschiedene Erfahrungen machen und wenn ich mir zum Beispiel anschaue, dass also ein Beispiel einfach auch aus der Praxis, als meine Mutter mit meinem schwarzen Vater bei meiner polnischen Familie ankam, war halt erstmal vorbei. So, für viele Jahre wurde dort nicht mehr miteinander gesprochen. Wäre das andersrum gewesen, wäre das ja nicht der gleiche Fall gewesen. Und da sieht man auch schon wieder, dass so diese Machthierarchien ineinander ganz anders einwurzeln und ganz anders funktionieren. Dass trotzdem Weißsein ein so hohes Privileg ist, weil das ist ein Masking, das wir nicht können. Wir werden in dieser Gesellschaft nie irgendwo untergehen können. Wir müssen immer mit den Folgen kämpfen und wir können uns davon auch nicht erholen. Und das macht schon nochmal einen Unterschied zwischen den Communities. Und ich habe manchmal das Gefühl, es fehlt so ein bisschen dieses Verständnis dafür oder man hat sich mit den Thematiken noch nicht so ganz auseinandergesetzt und geht dann in diese Kampfsituation und benutzt dann Begriffe, die vielleicht gar nicht für einen selbst stehen können, aber man möchte sie für sich vereinnahmen. Und gerade bei dem, was du gesagt hast, ne, wenn wir dann nämlich in diese Vereinnahmung von rechten Strukturen dann sehen, dann will ich diese Debatten einfach in 2 Jahren nicht führen, dass es jetzt doch Rassismus gegen Weiße gibt und das sind dann erst die in der AfD, die einen Migrationshintergrund haben und dann wird das immer weiter nach rechts verschoben. Und wir wissen, wie rechte Strukturen Diskurse immer weiter verschieben. Deswegen wünsche ich mir da einfach eine andere Form von Solidarität, dass wir auch in die Zukunft gucken, was passiert mit solchen Begriffen. Ich weiß auch nicht, ob wir vielleicht in dem Rassismusdiskurs
nochmal darüber sprechen müssen, wie definieren wir Rassismus genau? Weil es ist, naja, es ist halt was anderes, ob ich eine Dimension von einer Konstruktion von Color, ob ich das messen kann oder nicht, ob wir das vielleicht wirklich nur darauf beziehen müssen, weil damit ganz andere Erfahrungen, Privilegien, aber auch Unterdrückungsmechanismen einhergehen, als jetzt zum Beispiel weiße, migrantische Personen, wo man vielleicht nochmal eine andere Familie, vielleicht eine andere Gruppe, andere Attribute hinzufügen muss, damit wir das klarer abgrenzen können und dann aber auch klarer füreinander kämpfen können, weil wir eine klare Allyship füreinander aufbauen können. Wollt ihr darauf reagieren? Ja, also ich finde, in Vorbereitung auf dieses Gespräch habe ich auch sehr viel darüber gesprochen, okay, was ist denn der Sinn überhaupt, von Antislawismus zu sprechen? Und also davon abgesehen, dass ich mich ganz klar positioniere, okay, Antislawismus als Begriff kann ich halt, sorry, nicht unterschreiben, weil das mit zu sehr an das Slawentum gebunden ist, Punkt. Aber der Versuch, die Diskriminierungsart zu beschreiben, die in Deutschland und in Westeuropa prominent ist und klar stattfindet, es ist ein positiver Versuch in meinen Augen, weil das auch ein Versuch ist, Kämpfe zu vereinen und irgendwie so identitätsübergreifend über Problematiken zu sprechen, die viele betreffen. Und ein ganz bescheuertes Beispiel ist Borat, ne? So. Dieser Film, also mir kommt immer wieder diese Szene in den Kopf, dass er sagt, hier, das ist meine Schwester, das ist die beste Prostituierte Kasachstans, so. Und die Personen, die da sind, das wird in Rumänien gedreht. Das sind rumänische Personen, die wir auf der Kamera sehen. Und wir sprechen aber von Kasachstan. Und für mich ist es aber so ein gemeinsamer Punkt von, okay, es gibt halt in Westeuropa diese Annahme, dass wenn man weit genug in den Osten geht, findet man eine günstige und willige Sexworkerin. So, das ist eine Diskriminierungsart, die dann sich auf Menschen, die aus dieser Region migrieren, auswirkt. So, aber das ist halt nicht an das Slawentum gebunden und es ist nicht an eine Weisheit gebunden, sondern das ist an historische Kontinuitäten und auch an Klassismus ganz stark gebunden, so aus welchen Gründen Menschen migrieren und mit welchen machtpolitischen und mit welchen finanziellen Hintergründen sozusagen. Deswegen an sich finde ich den Versuch zu sagen, hey, es ist eine Diskriminierung und wir müssen darüber reden, super gut, weil in meinen Augen zum Beispiel auch die russischen, also die Kontingenzgeflüchteten, die jüdischen Kontingenzgeflüchteten in Deutschland, die sind auch von dieser Art von Diskriminierung betroffen, die wir heute Antislawismus nennen würden, aber die sind ja keine Slawen, das sind Juden so. Das ist deswegen, dieser Begriff ist halt leider unglücklich gewählt, aber die Intention dahinter, diese Sichtbarkeit zu schaffen, ist super gut, weil ich weiß nicht, wie viele von euch Mazel Tov Cocktail geguckt haben, in diesem Film wird halt ganz klar gesehen, dass da diese Intersektion stattfindet von Antisemitismus und dieser Diskriminierung, die wir jetzt als Antislawismus bezeichnen würden. So, und das hat mit dem Slawentum einfach nichts zu tun. Should I also react? Only if you want to. I mean, I don't have any answers. I'm just thinking out loud together with my co-panelists and with a bunch of other very smart people. From the very this specific positionality, I can only speak of this because I have no idea and I cannot, you know. Yeah, I can only speak from my positionality as a researcher and as an activist, and this positionality is peripherally white. For me, it looks like racialization is an ex post justification, a naturalization of power imbalances. So first comes domination, economic, military, colonial invasion, and then comes a whole bunch of naturalizing theories, you know, that you create to justify why A is colonizing B. And this could be seen
from the top down, from the macro level at the meso level and the micro level of inter-individual relationships, like this example that I gave you of Western employers speaking of Polish domestic workers, or Polish employers speaking about Ukrainian domestic workers, naturalizing, racializing physical attributes which are the result of 12-hour working days and not the result of some kind of pseudo, you know, Russian and Polish ballet dancers. So why would people in conversation with me underscore how sturdy and well-built are? It's, for me, it sounded like racialization of class or naturalization of how people are because they work a lot or because of their material conditions. So for me, that's why I believe that peripheral whiteness is more inclusive, more constructive in the sense because it has a material basis. It's based on the fact that you have those core countries, peripheral countries, and semi-peripheral countries. And then I wanted to say something more, but then I forgot. Ich würde ganz kurz reagieren. Und das, was du sagst, diese Verbundenheit mit der Natur, das ist ja eins der Basis, Bausteine, auf denen ja White Supremacy fußt sozusagen. Also diese Annahme, dass so weiße EuropäerInnen Menschen sind und die anderen eher zur Natur gehören und eher ja. ins Tierreich gehören. Und leider funktioniert das immer weiter östlich auf dem eurasischen Kontinent, auch in den Post-Ost-Bereichen. So. Also diese Art von Verständnis, wir sind so und dann die in Osteuropa sind ein bisschen stärker und irgendwie kräftiger, ne? Und so ein bisschen halten einiges aus, das ist hier. Und dann gehen, wenn wir nach Moskau gehen, dann ist genau dasselbe Verständnis von KirgisInnen und KasachInnen und BaschkirInnen, mit denen auch diese Personen damals von dem Russischen Reich kolonisiert wurden und entbarbarisiert oder wie auch immer die das genannt haben. Und das hat, also das wurde immer weiter ja. östlich getragen und ist natürlich auch eine Frage von, so wo du dich befindest in dem Moment, bist du Teil von dieser Dominanzerzählung oder bist du außerhalb von dieser Dominanzerzählung, so dass es sich ja. da noch verschiebt. Oh, and I also wanted, sorry, just an anecdote, I mean, it's not really an anecdote, it's a bit sad. Yesterday I was talking we were drinking wine with some friends, and we realized that, unfortunately, and this shows you how those hierarchies of whiteness, how they work, because we realized, we were laughing, that like the worst thing that you can tell to a Polish migrant in Berlin, Paris, or New York is like, you look Polish. Like I was saying, there was a waitress in the bar where we were, and I thought, oh, I think she's Polish, but I'm not going to tell her because I know that then she will feel offended. And the first reaction, our first reaction, was to laugh about it, but then we realized that those hierarchy. I mean, I'm not discovering, you know, anything new, but those hierarchies make you hate yourself. And peripherally white people have this privilege that they are made to feel that if they try hard enough, if they do expend all those like class efforts, one day they will be recognized as equals to Westerners, and they will, you know, irrevocably gain this white privilege. But this is an elusive racist game that I think that politically we should not play as peripherally white people. Angelika, ich wollte noch mal auf eine Sache zurückkommen, weil du den Begriff jetzt schon zweimal gedroppt hast, Post-Ost nämlich. Also genau, Antislawismus versucht, oder der Begriff versucht, eine Diskriminierungsstruktur zu beschreiben, und der Post-Ost-Begriff, so wie der 2019 in dem Treffen, das du vorhin auch schon angesprochen hast, mal ja, als Arbeitstitel irgendwie entworfen wurde, versucht ja eine Selbstbezeichnung zu sein. Du benutzt für deine aktivistische und berufliche Arbeit ganz verschiedene Selbstbezeichnungen, und Post-Ost ist eine davon. Magst du einmal erzählen, was der Begriff für dich bedeutet und warum du den benutzt?
Magst du was dazu sagen? Für dich? Und dann sage ich für mich. Ja, das steht jetzt nicht in meinem Skript, aber... Also wenn ich so, ich kann da halt super weit ausholen, was ich nicht machen will, weil ich nicht aus dieser Moderationsrolle rausgehen will, aber vielleicht ganz kurz. Zum einen ist der Begriff damals als so ein Wortspiel entstanden, ohne einen krassen theoretischen Unterbau und ohne auch eine Intention, dass der Begriff in den Medien, in sozialen Medien und so weiter so aufgegriffen werden würde, dass er irgendwie eine neue Identitätskategorie wurde letztlich und jetzt ja auch teilweise, genau, da können wir auch drüber sprechen, irgendwie vielleicht anders benutzt wird, als wir das intendiert haben. Wir haben den Begriff damals ausgewählt, weil er nicht an nationalstaatliche Herkünfte gebunden war, weil er von diesem Slavic-Ding irgendwie wegging und auch von Fremdzuschreibungen oder Fremdbezeichnungen, die sich nur an den einwanderungsrechtlichen Statusen von Menschen, also wie SpätaussiedlerInnen, Kontingentgeflüchtete und so weiter, festmachte. Genau, also es sollte nicht eine neue Catch-it-all-Category werden, aber ein bisschen ist es das geworden. Du kannst ja einmal sagen, warum du den Begriff trotzdem für dich claimst. Mhm. Also Fun Fact vielleicht, es wurde zu einem Catch-it-all-Begriff und zwar so weit, dass weiße Ostdeutsche dachten, dass die jetzt mit da drin sind. Und wenn wir irgendwie Post-Ost-Treffen gemacht haben, dann irgendwie so erstmal so eine kleine Diskussion mit weißen Ostdeutschen führen mussten, so, nee, es geht so um Migrationsgeschichte und Migrationserfahrungen und dann so, ja, aber also die Wende, das ist ja auch wie eine Migrationserfahrung. So, nee, also sorry, sucht euch was anderes so ungefähr. Genau, ja, also ich benutze diesen Begriff tatsächlich, weil es für mich damals so ein Beacon of Hope war, weil auch sehr oft von Osteuropa gesprochen wird und ich, also natürlich sehe ich da auch meine Verbundenheit aus meiner persönlichen Familiengeschichte zu so Polen, Ukraine und so weiter, aber ich komme halt aus Zentralasien, ich bin da geboren und viele von den Leuten aus meiner Community, so SpätaussiedlerInnen, sind halt aus Zentralasien und da von Osteuropa zu sprechen ist so ein bisschen zu eng gesetzt, meiner Meinung nach. Deswegen fand ich Post-Ost damals als einen schönen Begriff, der halt so fluide ist und der viel auch Inklusion erlaubt. Allerdings nutze ich den heute tatsächlich immer noch einfach, um den Post-Ost-Feed zu diversifizieren, sozusagen. Also weil leider... ist es halt so, dass weiße Stimmen viel präsenter sind, nicht nur in Deutschland, wenn es so um weiße deutsche Themen geht oder wenn es um Deutschland-Themen geht, sondern halt auch weiße Stimmen sind super dominant, wenn es um jegliche Art von Migration aus Zentralasien, als Post-Sowjetstaaten und so weiter geht, was halt nicht repräsentant ist für die eigentliche Anzahl der Personen, die halt nicht weiß sind. Genau, und deswegen ist es für mich wichtig, diesen Begriff weiterhin auch für mich zu verwenden, weil ich mich da wiederfinde, aber auch weil ich irgendwie auch so einen leichten Identitäts- und so einen Rechtsruck so in diesem Begriff irgendwie beobachte und deswegen das für mich immer weiterhin claime und den nicht überlassen möchte. Genau. Ich würde noch mal eine Frage an euch alle richten, ausgehend von was Chippy ganz zu Beginn gesagt hat über so mögliche Allyships und Bündnisarbeiten und genau, also einfach breitere antirassistische Allianzen. Habt ihr Beispiele, wo es Zusammenarbeiten gab von MigrantInnen, die unter den sogenannten Antislavismusbegriff fallen und quasi Menschen, die von anderen Rassismen betroffen sind, aus eurer eigenen Arbeit oder auch... Genau, falls euch einfach Beispiele einfallen. Ja. ich bin ja Teil von Werdauer Initiative gegen Rassismus, wir e.V., Shoutout. Genau, und es ist eine Gruppe von unterschiedlichen Personen. Viele sind migrantisch selbst, viele sind BIPOC selbst, aber nicht alle. Was uns verbindet, wir sind alle in Sachsen groß geworden, in der sächsischen Provinz und haben halt
sind nicht rechts, oh Wunder, und es war aber nicht einfach, es nicht zu sein. Also wir haben halt einfach viel Scheiße erlebt und haben irgendwann beschlossen, dass wir Antira-Arbeit machen wollen in Sachsen, und das ist das, was wir machen, und wir haben weiße deutsche Personen da, aber auch weiße Postos-Personen, also weiße Personen, die irgendwie SpätaussiederInnen sind, und irgendwie auf irgendeine Art und Weise sind alle auf jeden Fall von irgendeiner Diskriminierungsart betroffen, so. Und da haben wir tatsächlich auch so Aushandlungen gehabt, wie wir das denn machen bei diesen weißen AussiedlerInnen, wenn es halt darum geht, okay, es sind BIPOC-Räume, so, es sind Räume für Personen, die von Rassismus betroffen sind. Und da ist es halt einfach nun mal die Realität, man muss in Aushandlungen gehen. So. Also wenn wir Arbeit machen, die antirassistisch ist, es ist eine Arbeit von Menschen, für Menschen, und wir sind immer noch Persönlichkeiten, auch wenn ich und meine Schwester genau die haargleiche Identität auf der politischen Ebene haben, sind wir trotzdem super unterschiedliche Menschen, und wir müssen miteinander in Aushandlungen gehen, und so funktioniert das auch in diesem Verein, dass man so Case by Case Dinge einfach miteinander aushandelt, und es hilft natürlich ungeheim, dass wir einfach eine super enge Freundschaft, Freundinnenschaft miteinander haben, was dann uns hilft, darüber hinaus zu schauen, über so die strukturellen Bedingungen. Genau, aber es funktioniert natürlich, aber es ist halt, it's not easy, es ist nicht einfach, ne? Also bei mir ist es eher so punktuell immer mal wieder gewesen, aber naja, also ich agiere ja vor allen Dingen immer noch in Sachsen, und die Räume sind ja nicht so groß wie jetzt hier in Berlin. Und es kommt dann auch schon öfter zu Konfliktsituationen. Warum ist das jetzt ein POC-Raum? Warum dürfen wir da jetzt nicht mit rein? Dann sage ich, okay, dann machen wir nochmal einen anderen Raum, wo halt alle mit reinkommen. So. Dann ist halt so immer so eine gewisse Form von Gegenwehr, weil wir auch Erfahrungen gemacht haben in Räumen, wo wir einfach sehr Verletzendes dann gehört haben, weil die Leute unsere Dimension nicht ganz nachempfinden konnten. Ich weiß aber zum Beispiel im DSM, also dem Dachverband der Sächsischen Migrantenorganisation, da klappt das wiederum ganz gut. Aber ich glaube, wir sind da noch an einer anderen Stelle sozusagen und müssen da noch gucken, wie wir die Communities tatsächlich mehr zusammenbringen, indem wir vor allen Dingen, glaube ich, auch Wissen vermitteln. Und das, was ich vorhin halt schon meinte, über das Wissen dann auch gucken, okay, wo sind meine Privilegien, wo sind aber auch meine Unterdrückungsmechanismen, Traumata und Verletzungen, und wo sind die auch bei den anderen, und wie können wir das dann zusammenbringen, damit wir konstruktiv zusammenarbeiten können. Und ich finde, da sind wir aber, glaube ich, einfach im Allgemeinen gerade auf einem guten Weg, weil wir alle und die Gesellschaft im Allgemeinen ja gerade in sehr starken Aushandlungsprozessen sind. Die sind nur halt gerade sehr massiv, weil irgendwie alles auf einmal irgendwie zusammenkommt. The question was about solidarities. Yeah, I mean, so like political alliances across the board, which are anti-domination, but which are very, that's what I wish for, but which should be very wary of how we're all have been socialized in systems which are oppressive. So we reproduce, even in our activism, or especially in our activism, in our ways of thinking, in our humor. This is really general, but it's true. Like, you know, being queer does not automatically, if you're white and queer, doesn't automatically make you anti-racist or super anti-patriarchal or progressive or whatever, or, you know, there's no part of identity which can be thought of outside of intersectional, of an intersectional outlook on how yourself you're reproducing, we are reproducing oppression. I know it's super general, but that's the best I can do. Ich würde vielleicht jetzt an der Stelle einmal die Runde für Fragen aus dem Publikum öffnen. Und ich setze mich mal so, dass ich das ganze Publikum sehe.
Gibt's Fragen? I mean, I can ask one. And the audience was too stunned to speak. I mean, it's more like a, I don't know, it's a comment more than a question. I was just thinking when you asked this question about how also the concept of peripheral whiteness, or like how does this kind of discrimination which we talk about, how does it intersect with the inner discriminations which are existing in the former USSR or like in the broader Eastern Europe, also to this side of Europe. I was thinking that like right now, like the worst kind of, I don't know, consequence of this kind of whiteness which exists like in that region is like the what Russia is doing in Ukraine. And like the how Russia solidifies its as white and uses it also as like a way to, I don't know, bargain with the West and like also kind of attract right-wing white people in the West or like peripheral white people in the West to kind of join a camp of like reconstructing the real whiteness, which is also connected to like traditional values, as they call it. Yeah, I don't know, in this sense, I think it's also a very maybe kind of good concept, or like it's a good direction also to try to find these intersections there, because I think when we see like how, I don't know, right-wing parties also globally connect with each other and like co-fund each other, it's also like an alliance which is built around this kind of peripheral whiteness or whatever it is, where they try to reconstruct like the true whiteness actually there. And yeah, I don't know how it can be like helpful in activism, or like how can we speak about it so it's maybe accessible also like in a broader sense and becomes like not an academic thing to speak about, or like something which we like to, I don't know, discuss, but also it becomes like a tool actually of, I don't know, doing like something against like global, this like global connections of right-wing parties. And I don't know what kind of question I should ask from this, but yeah, maybe the question then would be, how would you work with this, like in, if you would work with this in your activism, like how would it look like? I don't know, like we have discussed that post-ost maybe was like too bigger term. Now I heard that you're using post-lost or something like this. That's not true. I don't know. That's a myth. I mean, I'm joking. Post-lost is maybe people who saw the series called Lost. Maybe, yeah, it's about like your plans for your activism. Like, are you going to work with any of these concepts and how? Also ich würde gerne darauf reagieren, was du gesagt hast, Vika, weil das auch nochmal so ein sehr spannender Punkt ist, dass wenn wir über Antislawismus sprechen oder so Diskriminierungserfahrungen von so russischsprachigen Personen zum Beispiel, man muss halt dazu sagen, dass das heute in Russland ja auch Teil von Propaganda ist, zu sagen, es gibt eine Anfeindung gegenüber RussInnen, es gibt eine Anfeindung gegenüber Menschen, die Russisch sprechen. Teilweise ist der Angriffskrieg ja damit motiviert worden, begründet worden, weil gesagt wurde, irgendwie RussInnen und russischsprachige Personen werden in der Ukraine systematisch oppressed und irgendwie unterdrückt und bedroht, und wir müssen die retten und die wollen, dass wir dahin gehen. Also das ist halt auch eine Frage von, okay, in welche politische Ecke stellt man sich, wenn man bestimmte Narrativen bedient. Und weil wir im Rahmen dieser Ausstellung sind, muss man halt auch dazu sagen, es gibt in der Ausstellung wird thematisiert, wie im Zweiten Weltkrieg viele indigene Personen, also so BIPOC-Personen aus der Sowjetunion, im Zweiten Weltkrieg gekämpft haben und wie wenig Anerkennung sie dafür erfahren haben, weil diese Narrative des Sieges super russifiziert wurde und zu so einem Nationalstolz gemacht wurde. Damit wurden die ganzen nicht weißen Personen, die an der Front waren, unsichtbar gemacht. Und heute in dem Angriffskrieg in der Ukraine sehen wir diese Kontinuität leider wieder stattfinden, dass systematisch, also bestimmte aktivistische Gruppen
sprechen von Genozid schon fast, dass systematisch Menschen, die zu indigenen Völkern gehören, an die Front geschickt werden. Also diese Zwangsmobilisierung findet überwiegend in den indigenen Bevölkerungsgruppen statt und die werden an die äußerste Front geschickt und die sterben da massenhaft. Also das ist eine Kontinuität an Rassismus, die in Russland stattfindet und deswegen ist schon alleine die Frage, wie wirkungsvoll und wie nützlich ist es, im heutigen Deutschland über Antislawismus zu sprechen, wenn es da diese gefährliche Verbindung geben kann und so, mit welche politische Folgen kann es haben und also so sich dessen aware auch zu sein, nicht nur was in Deutschland passiert, sondern auch was in den Ländern passiert, über die Diskriminierung, dessen wir halt sprechen. Ich glaube, also ich steige jetzt wieder tiefer in die politische Arbeit ein und ich habe schon am Anfang des Krieges sozusagen, als wir dann die ersten Berichte gehört haben von POCs, die nicht in die Deutsche Bahn reingelassen wurden, die nicht das Land verlassen durften, da versucht das strukturell mal durchzudeklinieren von EU-Ebene bis zur kommunalen Ebene. Wo sind eigentlich blinde Flecken in unserer Gesellschaft wieder im Rassismus? Weil ich empfand das in dem Moment wieder als Schlag ins Gesicht, dass egal wie viel wir uns hier versuchen zu inkludieren, wie viel wir zu dieser Gesellschaft beitragen, wenn es hart auf hart kommt, zählt Whiteness. So. Und wir sind immer Menschen zweiter Klasse, während in Belarus Asylsuchende erfrieren, werden hier Hilfen mobil gemacht, die ich auch gut finde, die ich auch überhaupt nicht absprechen möchte. Aber in meiner politischen Arbeit ist es halt einfach wichtig, da deutlich zu machen, wie der Rassismus in Deutschland wirkt, wo unsere blinden Flecken sind und was das effektiv für Auswirkungen auf verschiedene Gruppen in der Gesellschaft hat. Für mich hat das auch was damit zu tun, Bildungsarbeit, also auch bei meinen Eltern zu machen, gerade in die von Klassismus betroffenen Schichten hineinzugehen und dort nicht die Propaganda aus staatsgeschalteten Medien, aus zum Beispiel Polen oder dann Russland, einfach gelten zu lassen, sondern dass wir da auch ein Gegennarrativ schaffen, dass wir versuchen, denen zu erklären, warum es einen Unterschied gibt, warum wir füreinander da sein müssen und miteinander kämpfen müssen, warum Mittel fair verteilt werden müssen und aufzuzeigen auch, wo kommen denn jetzt auf einmal die ganzen Mittel her, die wir POCs uns über Jahrzehnte hart erkämpfen mussten, dass wir überhaupt nur so einen kleinen Tropfen davon abbekommen und jedes Mal sind wir in der Bittstellung und jetzt kommt das einfach auf. So, und das ist, also ich habe da auch wirklich innerhalb der alten Parteistrukturen wirklich vor allem auf die Fresse gekriegt, was mir denn eigentlich einfällt, dass ich das öffentlich mache jetzt, wo ich sage, Digga, du machst deine Arbeit nicht, du hast blinde Flecken, du weißt, dass ich da bin, lässt mich nicht drüber gucken, aber was das Schlimmste ist, ist, dass du dich in so einem Heldenethos gerade warnst und dass wir auch als Gesellschaft haben, aber nur, wenn es halt um gewisse Gruppen, um die einem ähnlicher erscheinen, sind als andere. Und die Integration funktioniert ja dort viel besser, weil das ja der ähnliche Kulturkreis ist und pipapo, wo ich sage, ey, also manchmal denke ich mir auch, ich kann nicht mehr, aber wir werden auf jeden Fall weitermachen. Ich werde da nicht locker lassen und ich will einfach die Strukturen sensibilisieren dafür, dass wir alle Menschen sind und das gleiche Maß an Hilfe, an Mitgefühl und einfach auch Respekt verdient haben. Punkt. Bam. Thank you. I have a question to Anna, basically, because she, on this peripheral whiteness, yes? So you say that when you did the research, it was more of, about this term. Like, why do you think, like, Russians who are basically Slavic-looking Russians, let's say, to narrow the question, Slavic-looking Russians, they are Slavic, they are like phenotypical, the same as maybe half of Ukrainians. But why do you think it happened in Western Europe?
that, if I understood you correctly, that Slavic-looking Russians are not peripheral white people. They are not perceived here. Maybe I just grabbed it from your example that you mentioned Polish, you mentioned Ukrainians, you mentioned Romanian and Hungarian, but in your narrative there was no Russian people as peripheral. Like white Russians, Slavic Russians, they were not like peripheral white people. Why? Or, oh, sorry, no, I'm just I did not mention Russians because yes. You can also, I don't want to be, I don't want to be like, you know, cheaply provocative, but why do you always have to talk about Russians? I'm genuinely interesting because I'm Ukrainian. That's why okay. You know, I'm just trying to figure out. I was out because thinking, do I have to always talk about, you know, like, I would say Ukrainians and, yeah, okay. No, I do not exclude Russians from peripheral whiteness. It's just that the contingencies of my research, I did a research project about the care chain, the so-called care chain between Ukraine, Poland, and Belgium. So I interviewed Ukrainian workers and Ukrainian domestic workers who work within in households in Warsaw. And I interviewed Polish, but also Moroccan, Ethiopian, different nationalities of migrant domestic workers who work in Belgium. So I did not mention, I mentioned Ukrainians, Poles, I mentioned Belgians, because those are contingencies of my research. And I mentioned Romanians and Hungarians as an example of non-Slavic peripherally white people. Just to illustrate that peripheral whiteness, because it's material, it's a materially based concept, is more inclusive. It's inclusive of other types of whiteness, which are not Slavic necessarily. But I don't exclude. I did not think it through. But I did not. I did not exclude Russians, white Russians, from peripheral whiteness, especially in Western contexts, I think, because it might play differently in the context of Eastern Europe, since, you know, because of Russian imperialism in that part of the world. But in the West, in relationships between Western whiteness, so-called core whiteness, and peripheral whiteness, yeah, Russians are rather on the side of peripheral whiteness. And then related question, since how long do you think this term would be valid? I mean, that you kind of, I don't know, invented it, or I mean that you came up with it, but from your perspective, since when you would say that it can be applicable? Since the world system was created. So I based this on Emmanuel Wallerstein, and I pronounce Wallerstein because he was American and not German, so I don't say Wallerstein. I'm just making it clear because often people correct me and like, no, Wallerstein. Emmanuel Wallerstein, who was a Marxist geographist, and he came up with this world system theory. He came up with this, I mean, he showed with historical geographical data that this distinction between core countries, periphery countries, and semi-peripheral countries dates back to the 16th century. This is where, you know, those global, this global hierarchy started to establish due to the development of global capitalism and colonialism. And so I think that it started to establish by then, when, you know, with the beginning of the decline of the Polono-Lithuanian Commonwealth, for example, which used to be an empire and then started to decline, blah, blah, blah. Okay. Gibt es noch weitere Fragen? Ah, ja. Ich weiß nicht, ob ich so eine Frage darstelle. Ich werde es auf Deutsch anfangen und ich hoffe, dass Anna, du verstehst Deutsch, ne? Ja, ja. Okay. Also vielen Dank für dieses Gespräch. Ich komme auch aus Polen und ich habe Recherche zu Saisonarbeiterinnen gemacht und das also vor 10 Jahren, als ich angefangen habe, an der UdK zu studieren. Und daraus habe ich so einen Animationsfilm gemacht und damals, ich kann mich nicht erinnern, dass
gewisse Begriffe entwickelt worden waren und dann, was ich hatte, dieses Bewusstsein nicht, dass man das zum Beispiel Peripheral Whiteness nennen konnte. Und ich freue mich jetzt, dass das so eine Diskussion stattfinden können, weil ich habe, du hast ein Beispiel genannt, dass das ist schlimmste Beleidigung, dass polnische Personen hören, dass die polnisch aussehen. Und ich habe das so anders erfahren. Ich habe mich nie so in Polen rassifiziert gefühlt, weil ich auch so keine Gründe hatte. Aber hier, ich habe zum Beispiel oft so einen Kommentar gehört, wenn ich gesagt habe, dass ich aus Polen bin, dann, dass ich nicht polnisch aussehe. Und dann das erste Mal in meinem Leben habe ich mich so anders gefühlt. Ich war so total ja, so überrascht, dass, dass sowas so vorkommt. Und dann habe ich so blöd gefragt, naja, aber wie polnisch aussehen? Ne, welche Stereotypisierung hier stattfindet oder welche Vorstellung da herrscht. Also danke für dieses Begriff, weil das auch von der Ethnizität sich auflöst und dann so eine strukturelle Seite zeigt. Und das ist etwas, was wahrscheinlich so alle marginalisierten Gruppen verbinden konnte oder verbindet schon, dass es auch nicht neu ist, dass es so ist. Und dass wir dann uns nicht so gegeneinander abspielen, sondern das ist etwas, was tatsächlich so strukturell Menschen verbinden kann in ihre Kämpfe. Und wenn es um noch Begrifflichkeit geht, es gibt so ein interessantes Buch zum Shades of Whiteness, White but Not Quite von Ivan Kalman. Wahrscheinlich kennst du das. Und das mag ich auch so manchmal nutzen, White but Not Quite, ne? Diese und diese Differenzierung, diese Situierung von Osteuropäern oder Mitteleuropäern auszudrücken. Das war keine Frage, eher so ein Kommentar. Aber danke. Danke für den Kommentar. Ich glaube, wir haben, okay, jetzt gibt es noch viele Fragen. Wir machen noch die drei Fragen. Hier vorne war auch noch eine. Genau. Hallo. Erstmal tausend Dank für diese spannenden neuen Erkenntnisse und irgendwie diese ganze Begriffskritik daran. Ich habe vieles mitgenommen und frage mich auch aus so einer praktischen Perspektive, weil ich auch so Antidiskriminierungsarbeit mache und dann im Kopf so diese ganzen Ismen habe, die ganzen Diskriminierungsformen. Und ich habe jetzt nicht so ganz zu 100% verstanden, würdet ihr diesen Begriff, also Antislawismus, sozusagen komplett ablehnen? So habe ich das aber nicht verstanden, sondern einfach nur kritisieren. Und wenn, habt ihr irgendwie einen besseren Begriff oder ja, mit welchen Begriffen arbeitet ihr dann in eurer Arbeit zum Beispiel? Ja, also wir haben im Vorgespräch darüber gesprochen, dass es halt nicht darum geht, irgendwas zu bashen oder irgendjemanden zu bashen oder irgendwelche Begriffe in den Staub zu stampfen oder so. Also tatsächlich benutze ich den Begriff Antislawismus nicht unbedingt persönlich. Ich beschreibe das einfach als die Diskriminierungsart, die dann stattfindet. So, also so migrantische Menschen zum Beispiel sind ja sehr oft von dieser Art von Diskriminierung betroffen oder halt wenn es um Klassismus geht oder so. Genau, also ich versuche das tatsächlich zu umschreiben, aber ich bin der Meinung, dass diese Art von Konversationen, ich habe das auch zu Juri gesagt, es geht nicht darum irgendwie zu sagen, das war scheiße, sondern okay, wie können wir weiter nach vorne gehen? Ich glaube, es braucht irgendwie weitere Diskussionen, es braucht eine Auseinandersetzung und leider, weil das halt so nah an Klassismus dran ist, haben oft Menschen, die von dieser Art von Diskriminierung betroffen sind, gar nicht die Agency und gar nicht den Bildungsstand dazu, um irgendwelche Begrifflichkeiten zu klären, um die in den gesellschaftlichen Diskurs einzuführen oder so. Und das, also daran scheitert das ja ein bisschen, weil das halt sehr in der ArbeiterInnenklasse liegt so und dann wird das von irgendjemandem geprägt und dann wird das aufgegriffen und dann geht es weiter, genau. Also ich glaube, es muss halt einfach eine weitere Diskussion darüber geben, eine Lösung habe ich nicht, aber wenn wir mit ganz vielen Fragen hier rausgehen, glaube ich, dass damit ist das Ziel von diesem Panel auch erreicht. Ja, das stimmt. Also wir haben gesagt, so, wir
wollen keine Antworten liefern, sondern einfach was zu dem zu der Diskussion beitragen, weil halt, genau, weil vor allen Dingen BIPOC-Perspektiven da wenig drin sind und weil wir ja von beiden betroffen sind, haben wir, also kann ich ja auch nochmal anders relaten, so wie infected mich das eigentlich so. In der Arbeit, also ich finde es halt so ein bisschen schwierig immer noch im Moment. Es gibt, glaube ich, einfach nicht so die richtigen Begriffe, weil Antislawismus ist ja gerade erst so hochgekommen. Jetzt müssen wir, glaube ich, erstmal in der Community, und das würde ich mir auch für andere Diskurse innerhalb von migrantischen Communities wünschen, dass wir das erstmal innerhalb der Communities ausdiskutieren, schauen, was kann für uns funktionieren, wie können wir in weiteren Diskussionen Begriffe entwickeln, wie zum Beispiel Peripheral Whiteness jetzt mit reinbringen, wie du das schon richtig gesagt hast. Ich rede dann zum Beispiel von moderner Sklaverei, wenn wir zum Beispiel die Fleischhöfe oder die LKW-Fahrer in, also die Zustände da teilweise sehen. Und ich würde sonst fokussiere mich immer auf die, also ist das jetzt eine Fetischisierung, weil so, das gibt es ja auch ganz oft, so ist das jetzt eine Exotisierung, Fetischisierung, da müssen wir noch ein bisschen weitergehen, glaube ich. Can I also say something? Ja, klar. I guess your question was mostly about the German context, but outside of the German context, so I'm familiar with like activism in Belgium, in like more French-speaking Bereich, regions, whatever. I'm confused. My brain is confused linguistically. For me, something like in those contexts, a term like anti-Slavicness doesn't have much usefulness even from an activist standpoint, because West, I would say, to the west of Germany, most of those countries do not even make, they speak of Eastern Europe. And honestly, whether you're Romanian, whether you're Slavic or not, whether you're Romanian, Russian, Polish, Hungarian, from the Baltic states, whatever, Europe de l'Est. They often, you, when you have, for example, something is happening, and then the Belgian press reports there have been a, I don't know, shooting or something, they say, criminals from Eastern Europe, from Europe de l'Est. And you have no idea whether it was Poles or Albanians or could be anyone. So something like anti-Slavicness doesn't have much leverage, I would say, in this context, because people are not even aware what Slavicness is. You know, not many people in to the west of Germany really realize what Slavs even are. But that's, yeah. Ach so, was mir einfällt, wenn du einen Begriff brauchst für die Arbeit, man kann ja immer noch von Feindlichkeit gegenüber Osteuropäerinnen oder Post-Sowjet-Staatsangehörigen sprechen. Das funktioniert ja trotzdem weiter, glaube ich, ist erstmal eine gute Brücke. Tatsächlich wäre das meine Abschlussfrage gewesen, aber dann hätten wir das schon geklärt. Jetzt gibt es noch zwei Fragen. Ich würde einmal die und dann noch dich dran nehmen. Ja, danke auch von mir für das Panel, super spannend, und danke auch nochmal fürs, auch wenn ihr sagt, es war kein Bashing, aber ich fand, es war sehr berechtigtes Bashing gegen irgendwie das Slaventum als Konzept ja auch, und vielleicht noch auch so als Gedanke, was ja auch schon anfiel, aber dieses von die Menschengruppen, die quasi unter diesem Antislawismus Diskriminierung erfahren, theoretisch, was ihr ja schon öfter auch gesagt habt, sind ja größtenteils, wenn man jetzt auch den deutschsprachigen Kontext nimmt, keine Slawinnen, sondern ne, Kontingenzgeflüchtete, dann Jüdinnen oder ja, auf jeden Fall nicht slawisch. So, also genau, ich fand, also ja, habe mich schon öfter gefragt, wo das eigentlich herkommt und diese Konstruktion und irgendwie so, um welche Erfahrungen es geht. Und jetzt hattest du den Begriff noch mal kurz gerade gesagt. Das ist ja so eine zweite Frage von mir, weil was mir so ein bisschen gefehlt hat, ist schon nochmal diese Unterscheidung zwischen Post-Ost und Post-Sowjet. In erster Linie für mich, glaube ich, auch um quasi sowjetisches Repressionssystem auch gegenüber BIPOC-Personen im sowjetischen Kontext, gegenüber Jüdinnen im sowjetischen Raum. Genau, nicht...
das heißt zu vergessen, aber ne, so dem Anerkennung oder das mit einzubeziehen und irgendwie darüber nachzudenken und nicht, also ich habe Schwierigkeiten mit diesem Post-Ost und das dann quasi nicht, da nicht zu differenzieren. Vielleicht würde mich da von ja, irgendwem von euch noch interessiert, ob ihr das auch so seht oder ob ihr sagt, nee, spielt für euch für den deutschsprachigen, ne, wenn wir das sagen, so, oder für einen westeuropäischen Kontext keine Rolle. Also ich, danke. Tatsächlich ist es für mich auch so ein bisschen ein Thema, weil ich sehr oft von so dem postsowjetischen Raum spreche, aber auch von Post-Ost, aber ich habe irgendwann in Polen gelebt und ich kann auf keinen Fall für Polen sprechen, auf irgendeine Art und Weise, aber aus meiner persönlichen Erfahrung habe ich da eine sehr starke Ablehnung gegenüber allem Sowjetischen erfahren und in meiner Wahrnehmung wäre das irgendwie eher grenzüberschreitend dann so von post-sowjetischen Staaten zu sprechen und dann irgendwie so Länder wie Polen mitzumeinen oder mit einzubeziehen. Und das muss tatsächlich dann getrennt betrachtet werden. So, es gibt Post-Ost und post-sowjetisch, ja, das auf jeden Fall. Und dadurch, dass wir aber hier auf so einem sehr diversen Panel saßen, habe ich mich eben auf genau Post-Ost konzentriert, aber ja, das postsowjetische Erbe ist tatsächlich etwas, was besonders im BIPOC-Kontext super wichtig und valide ist. Und vielen Dank, dass du das sagst. Und hast du dir die Ausstellung schon angeschaut? Genau, also da wirst du vieles finden, was damit auch nochmal resoniert, auf jeden Fall. Was, weil das auch so sehr viel mit Repressionen zu tun hat, die dann auch oftmals rassistisch motiviert waren. Genau. Okay, es gibt noch zwei Fragen, die ich noch mit aufnehmen würde. Einmal hier vorne und dann da hinten. Ja, vielen riesigen Dank für eure Beiträge. Ich habe mich mega gefreut, von Solidaritäten und von fehlenden Solidaritäten zu hören und auch, dass die Debatte sich so stark entwickelt. Ich habe mich sehr gefreut an der Kritik an dem Antislawismus-Begriff. Das hat mich jetzt die letzten Jahre beschäftigt und meine Frage richtet sich an alle, die das beantworten wollen. Was denkt ihr, woher kommt diese Konjunktur? Also ich verbinde das mit dem Namen Yannis Panagiotidis, aber vielleicht gibt es andere Leute. Also ihr habt bestimmt auch länger gearbeitet zu den Themen. Oder gibt es irgendeinen so Diskurspunkt, wann der Begriff auf einmal so aufgekommen ist? Weil ich habe auch gehört, dass ihr benannt habt im Zuge des letzten Jahres und des Angriffskrieges an der Ukraine, dass bestimmte Fördergelder auch rausgegeben worden sind, aber ich habe auch gehört, dass vorher auch NGOs mit dem Begriff angefangen haben zu arbeiten und ja, vielleicht könnt ihr ein bisschen zu der Begriffsgeschichte von diesem Antislawismus und warum irgendwie, also soweit ich weiß, Positionierung von Panagiotidis ist auch griechisch oder so, also wie irgendwie auch solche ja, Begriffe dann auf einmal populär werden und ja. Wer mag was dazu sagen? Why me? No. Ah, okay. No, we just did this. Okay. Willst du was dazu sagen? Ich dachte nur gerade der Vollständigkeit halber, weil also Yannis Panagiotidis, den du gerade angesprochen hast, zusammen mit Hans-Christian Petersen, die schreiben gerade an einem Buch, das dieses Jahr herauskommen soll. Und ich glaube, also ich weiß nicht, ob der Titel schon öffentlich ist, aber da benutzen sie Antislawismus und auch den Begriff anti-osteuropäischer Rassismus. Also ich glaube, alles ist irgendwie auch noch unter so einer begrifflichen Aushandlung. Ich weiß nicht, du hast vielleicht auch noch mehr Infos dazu. Vielleicht nur als Kommentar. Also ich glaube auch, dass also Yannis Panagiotidis eher den Begriff Antislawismus nicht benutzt sozusagen. Dass ich glaube sozusagen anfänglich, ich glaube aber auch, dass es sozusagen natürlich Diskussionen innerhalb der verschiedenen Communities gibt und dadurch, dass genau Yannis Panagiotidis sozusagen nicht Teil der Community ist, auch trotzdem offen ist für sozusagen Begrifflichkeiten, die natürlich aus den Communities entstehen,
aber diese Begriffe sind natürlich immer ambivalent und immer irgendwie auch, da gibt es verschiedene Positionen zu und es gibt nicht so, ja, wir alle finden den jetzt gut. Das funktioniert ja so nicht und deswegen würde ich auch sozusagen, also glaube ich, dass die da sozusagen auch in Verhandlungen sind, würde ich jetzt mal sagen, aber genau, nur dass das nicht, ja, sozusagen falsch im Raum steht. Und ich hoffe auch, dass das Buch bald rauskommt. Genau, hier im Raum sind super viele Leute, die mitunter an dieser Begriffsarbeit beteiligt sind. Magst du vielleicht einmal kurz sagen, wer du bist, weil ich dich so aufgerufen habe? Sorry, hi, ich bin Eliane. Ich habe mit meinem Team sozusagen Ostklick gegründet. Das ist ein Projekt, was vor, ja, jetzt 3 Jahren, ich glaube gestern genau, hat man Geburtstag. Happy Birthday. Danke. Genau, ein politisches Bildungsprojekt, was sich damals zum Ziel gesetzt hat, sozusagen demokratische sozusagen Role Models von russlanddeutschen Personen oder SpätaussiedlerInnen, russlanddeutschen SpätaussiedlerInnen, digital und offline sichtbarer zu machen. Wir machen weiter, machen so politische Bildungsarbeit online. Ich glaube, so ein kleines Problem ist daran auch so, wie Medienarbeit halt funktioniert. Ne? Dann kennt man, also ich weiß, es gibt diesen Artikel aus der Taz zum Beispiel, mit dem ich nicht so viel anfangen kann oder so nicht so mitgehen kann. Und da dann aber zum Beispiel Leute von dem Artikel aus dann in Sendungen eingeladen werden, dort werden wieder Dokus gemacht. Und man hört dann immer eigentlich ähnliche Stimmen, die im Gegensatz zu uns jetzt sagen, okay, wir haben eine Meinung, aber es ist so ein Diskurs, den wir erstmal anschieben, da schon so mit gefühlten Wahrheiten rauskommen und dann ja das auf so eine Mehrheitsgesellschaft trifft, die das vielleicht jetzt noch nicht so kennt und das dann schon so verinnerlicht. Also ich weiß gar nicht, ob das so einfach ist, das da einfach schon festzumachen, weil das ja eigentlich noch ein Aushandlungsprozess ist. Magst du einmal sagen, welcher Artikel das ist oder auf welchen du dich da beziehst? Ja, das ist mein ADHS halt, ich kann mir das aber nicht merken, aber ich kann es euch nachsehen. Also es gibt nur einen und es geht um wirklich Antislawismus und sie hat es nochmal, ich glaube Heidrun bei der Vorname, aber ich kann es gleich nochmal nachgucken, ich habe den. Okay. Mag noch wer reagieren, sonst würde ich die letzte Frage einmal annehmen. Daria. Auch von mir erstmal ein riesengroßes Dankeschön an die sehr spannende und diverse Diskussion zu diesem Thema. Okay, dann nochmal. Ein großes Dankeschön an eure spannenden und sehr konstruktiven Beiträge. Ich habe, glaube ich, einen Kommentar zu dieser Antislawismus-Frage. Und eine Frage, die mir beim Zuhören aufgekommen ist, beziehungsweise 2 Fragen. Ich stelle die Fragen als erstes und sage dann den Kommentar. Die erste Frage ist, wo ihr die historischen Kontinuitäten von der peripheren Weißsein oder von den aktuellen, ich würde es schon als Osteuropa bezogenen Rassismus bezeichnen, das ist so der Begriff, mit dem ich gerade arbeite. Genau, deshalb erstens die Frage an euch, welche Rolle spielen sozusagen historische Kontinuitäten und das Kommentar zum Antislawismus? Und dann die andere Frage ist, wie ihr Privilegien versteht. Vielleicht auch nochmal, Anna, an dich die Frage, weil das, was du als Privilegien beschrieben hast, sind ja so problematische Privilegien oder eigentlich keine wirklichen Privilegien. Und es sind also sozusagen das Versprechen, wenn man sich viel Mühe gibt, Teil von dem weißen Mittelschichtsversprechen zu sein, strukturiert, hat schwarze Mittelschichtsaufwärtsbewegung strukturiert, Latinx Politics, den Rassismus gegen Asian Americans und sozusagen Asiatinnen. Es ist für mich ein konstitutiver Teil von einer hierarchisierenden Funktion von Rassismus, dass darin Privilegien, oder ich würde sie dann eben auch noch nicht mal als Privilegien verstehen sollen, es ist eben Teil von einer rassifizierenden Struktur. Und ich frage mich, wie wir diese Form von Vereinnahmung oder Unterordnung, ob wir die wirklich als Privilegien verstehen wollen oder ob wir dafür nicht andere Begriffe brauchen.
die eine Frage. Und der andere Gedanke, der mir jetzt auch beim Zuhören kam, ist, dass wir vielleicht auch noch mal genauer klären müssen, was eigentlich die Sichtbarkeit und so Phänotyp im Kontext von Osteuropa bezogenem Rassismus oder diesen Diskriminierungsformen, welche Rolle das spielt. Weil wir sprechen irgendwie von Whiteness und gleichzeitig kamen immer wieder so Vorstellungen aus, wie auch wie you look Polish oder you look Ukrainian. Also da ist irgendwie so eine Ambivalenz, die, die glaube ich, auch noch hilfreich ist, die genauer zu verstehen. That's why I always position my answers really strongly. I want to make clear where I speak of. So I'm aware that the German context is specific, mm-hmm. and the term anti-Semitism might have utility in this, context. What I wanted to, maybe I didn't express it so clearly, my idea is not to say for me, the fact that to the west of Germany, or to the north of Germany, to a certain extent probably to the south of Germany, all of Eastern Europe, everything from the Oder to, I don't know, to Siberia, and from the Baltic to the Black Sea, is called Eastern Europe. And that's part of discrimination of this part of the world, that people do not are not even aware of the ethnic, religious, linguistic, historical, economic, blah 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 diversity in that part of Europe. For me, it's part. This is my example, my stupid example of that in the press. It's you don't say where do people come from. You just say someone from Eastern Europe. The point of this was to say that this is part of this. For me, this is discriminating, not seeing that people have differences between themselves and have different histories, that there are also hierarchies in between the region, that there are people of color living there. That's not everyone is white, you know, to the west of the Oder, for example. Many Westerners are not even aware. So that was one thing. And then I find your question about whether the term privilege is a, whether it's a good term. I agree that it should be thought of and discussed. I don't have a better term. So for the moment, I speak of phenotypical privilege, for example, because in the interviews that I did, as much as for my PhD, so as much as Polish domestic workers or Ukrainian domestic workers who are telling me stories of being scared, for example, of being robbed, you know, when you receive your pay in cash and then you have to go back home from really rich neighborhoods where you work, where you clean houses, and then you have to go back home in very poor neighborhoods. You're often scared. This is a lived, embodied experience, being scared of being robbed of your pay. But this was incomparable with the stories of when I talked with Filipina and Filipino, because I also interviewed men, migrant workers, who told me when I'm in the neighborhoods, in the suburban, rich neighborhoods of Brussels where I work, where I go and clean houses, I am so scared because I'm undocumented and the police, when they see a Filipino or a Filipina in the street, they stop us, they know that we are undocumented workers. So I'm super scared. At any given moment, I can be arrested and sent back home. It's incomparable. That's why I speak of phenotypical privilege, because whiteness is this privilege of being able, under certain conditions, to not be visible, which other people who are racialized as non-white often do not have. Gerade zu dem Thema Privilegien, ich
kann mit dem Wort eigentlich ganz gut was anfangen, weil Privilegien für mich ja immer in einem Bezug zu einer gewissen Gruppe stehen oder in Bezug zu einer Aktion, was passiert. Also ich habe Vorteile gegenüber anderen, für die ich erstmal nichts getan habe. Das sind für mich Privilegien und die müssen, können ja in Bezug zum Beispiel einer asiatisch gelesenen Frau ganz anders sein als gegenüber einem weißen Mann, der wiederum auch nochmal andere Privilegien mir gegenüber hat. So. Und ich muss das ja immer in Bezug sehen zu dem, was ihr genau das, was du gerade sagst. Ne? Wenn ich dort als Philippine auftauche und ich vielleicht als schwarze Person in dem Land zwar geduldet bin, aber auch von Klassismus betroffen bin und in diesem Bereich arbeite, aber ich nicht Angst haben muss, dass ich ausgewiesen werde, dann habe ich trotzdem nochmal gegenüber dieser Personengruppe Privilegien. Und deswegen funktioniert das für mich in dem Zusammenhang erstmal schon nochmal ganz gut. Und bei dem anderen, ich finde es halt so schwierig, von so Rassismus gegen Polen zum Beispiel zu reden. Natürlich gibt es historische Kontinuitäten, weil das normal ist. Immer wenn, also im wilhelminischen Zeitalter hat man das erstmal aufgebracht und dann wird das ja immer in zum Beispiel schwierigen Phasen von Rechten wieder herangezogen, um zum Beispiel abzugrenzen. Also kurz vorm Ende der DDR war zum Beispiel in Brandenburg und alles, was an der Grenze zu Polen ist, so eine Polenfeindlichkeit sehr stark, weil da ja auch ein starker Austausch eingetreten ist. Die Leute halt Angst hatten, dass um ihren eigenen Status sozusagen, und das gibt es immer wieder. Und du hast ja vorhin auch vom Anti-Bolschewismus gesprochen, Bolschewismus gesprochen. Ja, natürlich, das gab es auch immer in verschiedenen Ebenen. Aber ich weiß halt nicht, ob ich das in dem Moment dann als Rassismus framen muss oder ob ich das auch einfach als gruppenbezogene Feindlichkeit sozusagen sehen kann, weil wir ja vorhin davor gesprochen haben, dass Rassismus ja vielleicht nochmal andere Ebenen hat, die erstmal nicht zu mästen sind. Und ich wollte vorhin auch nochmal, weil wir eigentlich Race nie so richtig erklärt haben und das immer so ein bisschen schwierig ist, Race ist ja so eine Verkopplung von diesem Konstrukt Color, aber auch mit den sozialen Bedingungen, die man hat. Früher, vor 100 Jahren, waren Iren und Italiener in Afrika in der gleichen Race wie, nicht in Afrika, in Amerika, in der gleichen Race wie schwarze Amerikaner, weil sie in den gleichen Vierteln gelebt haben, den gleichen Bildungsnachteil hatten, genauso schlecht in der Gesundheitsversorgung zum Beispiel waren, aber sie konnten sich durch ihr Privileg, zum Beispiel von der Whiteness, schneller aus der Armut, aus dem Klassismus befreien und sind dann aufgestiegen in die nächsten. Und das hinterfragt mich halt immer, will ich das alles auf eine gleiche Ebene ziehen oder gestehe ich halt jeder Gruppe ihre Spezifika zu und sage, okay, da hast du Privilegien, hier ich, und lass uns gemeinsam kämpfen, damit wir das nicht gegeneinander ausspielen müssen, sondern dass wir irgendwann alle, egal wer wir sind, woher wir kommen, ein gleichgestelltes Leben in dieser Gesellschaft und auf dieser Welt haben. Danke für diesen Kommentar. Wir haben jetzt schon ein bisschen überzogen tatsächlich. Deswegen würde ich, glaube ich, erstmal das Podium hier beschließen und nochmal Danke sagen an euch, an das Mitdenken, Mitarbeiten, Besprechen von Begriffen und auch Praxen, die dann vielleicht an den Begriffen dranhängen. Und genau, danke für die Fragen. Ich freue mich genau über Austausch. Und es kommt jetzt noch eine zweite Veranstaltung, aber vielleicht gibt es, wenn Leute bleiben, danach auch noch Raum, in einem informelleren Rahmen zu sprechen. Vielen Dank.